Kommunalwahl 2020. Am 13. September sind wir Kölnerinnen und Kölner aufgefordert, einen neuen Stadtrat, einen neuen Integrationsrat und neue Bezirksvertretungen zu wählen in Köln. Und da gibt es natürlich Akteure neben den klassischen Kandidatinnen und Kandidaten. Geht auch um die Oberbürgermeisterwahl, da werden wir auch noch gleich drüber sprechen. Es gibt Gewerkschaften und heute ist bei mir Wittig Rossmann, ich freue mich ganz besonders, vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Köln sozusagen. Und der hat unter dem Motto Zukunft gestalten neuen kommunalpolitische Forderungen aufgestellt. Es ist eigentlich, glaube ich, auch schon gute Tradition jetzt beim Kölner DGB, dass man eben auch zur Kommunalwahl sich positioniert mit klaren Forderungen an die Kommunalpolitik. Wie lange braucht ihr für so ein Programm? Das ist ein langer Prozess. Wir diskutieren das intensiv. Natürlich fließen unsere kommunalpolitischen Stellungnahmen, die wir auch in der laufenden Periode machen, zur Mobilität, zu Wohnungsbau in so ein Programm mit ein. Aber es wird mit allen Gewerkschaften zusammen erarbeitet. Deswegen steht auch gleich in der Einleitung, alle Vorsitzenden und Geschäftsführer der Einzelgewerkschaften drunter, das ist ein gemeinsam erarbeitetes Programm. Und ich sag mal, wir haben mal geguckt, die IHK hat ja auch Wahlprüfsteine rausgebracht. Sie sind mit 4 Seiten ausgekommen, wir haben 48 Seiten gebraucht. Der ganze Sachverstand ließ sich einfach nicht kürzer fassen bei den Gewerkschaften. Gibt es da auch mal Diskussionen, also wenn ihr das dann verabschiedet, also gibt es dann, dass die GEW zum Beispiel mal sagt, also nee, da bin ich jetzt mit der IG Metall Position nicht einverstanden, oder ist das sowas, wo ihr schon auch einen Konsens entwickelt? Nein, wir arbeiten natürlich an einem Konsens und wir haben um die letzten Formulierungen noch einen Tag vor der Pressekonferenz, bevor wir es offiziell aufgestellt haben, sind wir es durchgegangen. 2 Tage vor der Pressekonferenz hat die letzte Vorstandssitzung stattgefunden. Davor wurden auch nochmal die letzte Entwurf, also ich glaube, wir haben insgesamt 10 Entwürfe gehabt. Das ist ein echter Diskussionsprozess. Und die GEW hat unsere Hinweise aufgenommen. Im Bildungsbereich geht es natürlich nicht nur darum, unter welchen Bedingungen arbeiten die Lehrer, sondern die Gewerkschaften, ob das die IG Chemie ist oder die IG Metall ist, die sagen natürlich auch, wie leiden unsere Eltern, die als Arbeitnehmer in der Metallindustrie arbeiten und jetzt im Homeoffice sind und 2 Kinder zu Hause haben. Wie sieht aus deren Perspektive das aus? Und die GEW hat dann auch entsprechend sozusagen ihre Verantwortung dafür mit in ihre Programmatik reingenommen. Also so robben wir uns gegenseitig zusammen und das Gute ist, da gehen die Erfahrungen von 220.000 organisierten Gewerkschaftern gehen in diese Diskussion mit ein. Das, was wir in Betrieben mit Vertrauensleuten diskutieren, das, was spontan kommt, das alles fließt in so ein Programm ein. Am Ende sind es ein paar wenige, die schreiben müssen, aber dahinter sind sozusagen die Erfahrungen und wenn irgendwas in eine falsche Richtung geht, dann gibt es schnell das Telefonat, da müssen wir mal nachbessern. Jetzt hast du was gesagt, bevor wir in diese einzelnen Forderungen reingehen, die natürlich, glaube ich, viele Menschen auch in Köln interessieren. Die Kölner SPD hat einen OB-Kandidaten aufgestellt, Andreas Kosiewski. Andreas Kosiewski war sozusagen einer deiner Vorgänger, also als DGB. Mein Vorgänger. Dein Vorgänger als DGB-Vorsitzender sozusagen. 220.000 organisierte Gewerkschafter, werdet ihr für ihn eine Empfehlung aussprechen? Nein, wir haben eine alte Tradition, das hat auch mein Vorgänger Andreas Kosiewski so gehalten. Die Gewerkschaften und deswegen residieren wir an Hans-Böckler-Platz, hat die Einheitsgewerkschaft geschaffen. Das ist einzigartig in Europa, das ist der Zusammenschluss von Gewerkschaftern, unabhängig in welcher Partei sie sind, unabhängig ob sie Arbeiterangestellte oder Beamte sind, unabhängig davon, in welchem Beruf sie sind, sind wir nach dem Prinzip eine Branche, ein Betrieb. Das macht uns stark, wenn sich die Arbeitnehmer organisieren, hat sich jetzt auch in der Pandemie gezeigt. Die Branchen, die gut organisiert sind, stehen mit guten Tarifen da, stehen mit guten Regelungen zur Kurzarbeit da und andere sind abgehängt. So, das Prinzip Einheitsgewerkschaft heißt aber auch, dass wir uns nicht für eine Partei aussprechen. Und das heißt natürlich auch entsprechend, dass wir uns nicht für einen Kandidaten aussprechen, der dabei ist. Mit einer großen Ausnahme. Genauso wie der Stadtrat, und da haben wir kräftig für mitgearbeitet, sich entschlossen hat,
sozusagen, dass Kandidaten der Parteien, die im Rathaus vertreten sind, nicht auf Wahlkampfveranstaltungen mit der AfD zusammen auftreten. So gilt das auch für uns. Wir werden Kandidaten der AfD zu unseren Veranstaltungen nicht einladen. Aber ansonsten kooperieren wir mit allen Parteien. Und früher hießen das nicht kommunalpolitische Forderungen, früher hieß das Wahlprüfsteine. Das ist im Kern gleich und schon Conny Gilges hat das eingeführt. Sein Nachfolger Wolfgang Oehlenberg von Dahlen hat das fortgeführt. Und ich sag mal, die Qualität unserer kommunalpolitischen Programme sind, glaube ich, laufend immer besser geworden. Und ja, in der Vorbereitung auf das Gespräch fand ich das auch nochmal ganz gut, was wir da eigentlich insgesamt zusammenbekommen haben. Wobei wir klar gesagt haben, wir haben Schwerpunkte. Wir sind keine Partei und wir werden uns nicht zu jedem stadtpolitischen Thema äußern. Das ist klar, sondern wir stellen die Forderungen in den Mittelpunkt, die für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen da sind, die für Senioren da sind und für Jugend da sind. Das ist sozusagen unser Kern. Man muss sich nicht zu allem äußern, wenn man gehört werden will. Aber wenn man überlegt, welche Interessen haben Arbeitnehmer, und das sind 85% der Beschäftigten in Köln, welche Interessen haben die Senioren, eine sehr große Gruppe in Köln, und Gott sei Dank ist auch die Jugend eine immer größer werdende Gruppe, die mit ihren Ansprüchen an Bildung vor allem, aber auch an Freizeitgestaltung, an Sport natürlich hohe Interessen haben. Die müssen unter einen Hut bekommen. Das ist bei der Frage Verkehr, haben Senioren andere Mobilitätsansprüche, als das Jugend hat. Also da kann bei der Frage der E-Roller, kann da schon mal ein heftiger Konflikt auftreten. Und der wird dann auch in unseren Diskussionen. Wir haben zum Beispiel in der Vorbereitung extra Versammlungen mit Seniorenvertretern gemacht und ihre Sachen abgefragt. Die Jugend hat sich eigenständig zusammengesetzt und hat sozusagen ihre Sachen artikuliert. Wunderbar. Also, wir haben Einheitsgewerkschaft. Ihr wart als Gewerkschaft auch jetzt gerade in der Corona-Pandemie bei Frau Rieker, der aktuellen Oberbürgermeisterin. Wie steht ihr zu den Kandidaten? Wir haben ja relativ viele. Wir haben kleinere Gruppierungen. Wir haben eben die SPD. Die Linke hat auch einen Kandidaten, Jörg Dethjen, auch ein ausgewiesener Kommunalpolitiker eigentlich. Frau Rieker tritt für CDU-Grüne an. Wie macht man das dann? Ladet ihr die jetzt alle ein oder wie macht ihr das? Wir werden auf jeden Fall sehen, wie wir unter Corona-Bedingungen auch das, was wir immer gemacht haben, die relevanten Kandidaten zu einer Diskussion einladen. Aktuelle Planung ist, wir werden das einfach mal Open Air machen und der Hans-Böckler-Platz ist ein guter Platz, um das zu machen. Der Wahlkampf findet im Sommer statt. Wir denken, das Wetter wird mitspielen und wir sind gerade dabei, Termine abzustimmen. Ich will eins vorausschicken. Wir haben drei Kandidaten, die echte Perspektiven haben. Das sind Andreas Kosiski, das ist Henriette Rieker und das ist der Kandidat der Linken, Jörg Dethjen. Und die drei werden natürlich im Mittelpunkt stehen der Diskussionen. Und eins ist schon mal gut, bei diesen drei Kandidaten haben wir eine völlig andere Situation, als wir das beispielsweise in Görlitz hatten, wo wir eine Stichwahl hatten, wo sich alle demokratischen Parteien zusammengeschlossen haben, um zu verhindern, dass ein AfD-Vertreter Oberbürgermeister wird. Dass wir diese Sorge in Köln nicht haben müssen, ist, glaube ich, auch mit dem Verdienst all der Initiativen, die sich gegen rechts in den letzten Jahren artikuliert haben. Und dass wir in der Frage gegen rechts mit unserer Oberbürgermeisterin, mit Andreas Kosiski, mit Jörg Dethjen, alles drei Kandidaten haben, die sich in den letzten Jahren engagiert gegen rechts beteiligt haben an allen Aktionen, mit dazu aufgerufen haben, ja zum Teil das führend mit organisiert haben. Andreas Kosiski war in seiner Zeit mit bei Köln stellt sich quer als Sprecher. Jörg Dethjen hat die ganze Zeit da mitgearbeitet. Das ist eigentlich erstmal eine super Situation in dieser Stadt, dass wir sagen, die drei wichtigsten Kandidaten sind in einem großen Ziel, gegen rechts, gegen Rassismus aufzutreten, völlig entschieden und das gibt uns schon mal für die ganze Wahl ein ganz gutes Gefühl. Ja, bei den Kandidaten würde ich jetzt zustimmen. Wir haben allerdings in Köln auch einen Sündenfall. Ich gucke jetzt auf die andere Rheinseite, weil wir jetzt im linksrheinischen Köln gerade sind, nämlich nach Porz.
Wir haben in Köln den Sündenfall Henk van Bentem, das ist der CDU-Bezirksbürgermeister, der mit Stimmen, es war geheime Wahl, aber wir wissen, es gibt klare Aussagen der demokratischen Parteien, dass sie ihn nicht gewählt haben. Wir wissen, dass er mit Stimmen von Pro Köln und mit der AfD-Stimme zum Bezirksbürgermeister gewählt wurde und auch die gesamte Wahlperiode über Bezirksbürgermeister in Porz war. Also wir hatten auch in Köln schon einen Sündenfall. Darf es das wieder geben? Insofern sind wir unheimlich froh, und das haben wir ja für und mit organisiert, dass nach dem Desaster in Thüringen das bundesweite Erschrecken in Köln so umgesetzt worden ist. Wir haben eine große Podiumsdiskussion gemacht und haben das Thema in den Mittelpunkt gestellt, gerade auch von uns aus, dass es sowas nicht geben darf. Und wir haben jetzt eine gemeinsame Erklärung im Rathaus auch unterschrieben mit von der CDU, dass bei keiner Entscheidung im Rat die Stimmen der AfD das Zünglein an der Waage sein dürfen. Das heißt, alle Parteien haben das für sich ausgeschlossen, damit tatsächlich zu agieren. Mhm. Mir ist es wichtiger, als jetzt hinterher sozusagen die Kritik nochmal zu vertiefen, zu sagen, wenn alle daraus gelernt haben, dann ist das ein riesiger Fortschritt. Und dieses Beispiel gibt es, soweit ich weiß, in keiner anderen großen Kommune, dass diese zwei Sachen festgehalten worden sind in der künftigen Ratsarbeit. Kein Zünglein an der Waage für die AfD und zweitens keine gemeinsamen Wahlkampfauftritte, Podiumsdiskussion. Okay, aber man darf den Fall Henk van Bentem nicht vergessen an der Stelle, weil ja, er die ganze Zeit. Wir haben was gelernt in Köln, hoffe ich. Okay, gut, das ist ja auch sozusagen so. Wenn ihr jetzt auf eure Wahlprüfsteine sozusagen aus der letzten Wahlperiode und dann kommen wir auch zu denen, die jetzt kommen, zurückblickt, ist alles umgesetzt worden? Also waren die dann brav im Rat und haben das gemacht, was der DGB wollte? Oder sind Sachen liegen geblieben, die sozusagen, dann sind wir schon im zukünftigen, dann jetzt in die neuen, in die kommunalpolitischen Forderungen eingeflossen sind sozusagen? Oder ist das ein stetiger Wandel oder im Fluss? Also es ist ganz viel offen geblieben. Das muss man deutlich sagen. Wir haben in der letzten Periode nicht eine Periode gehabt, wo wir gesagt haben, da ist jetzt wirklich die Dynamik reingekommen, die eigentlich notwendig wäre für die Stadt. Wir haben in einzelnen Bereichen und auch gerade in den Bereichen, wo wir städtische Gesellschaften haben, eine ganze Reihe Fortschritte. Und wir sind froh, dass wir in Köln in den Jahren, als in vielen Städten privatisiert worden ist, wie in Düsseldorf, dass wir das nicht gemacht haben. Der DGB hat da sehr viel gekämpft und heute sind, glaube ich, viele Leute für froh, dass wir einen starken Stadtwerke-Konzern haben, dass wir an der Spitze liegen, was Glasfasernetze angeht. Hängt damit zusammen, dass wir eine Gesellschaft haben, eine städtische wie NetCologne, die da führend ist und alle anderen natürlich auch mit sich reißt. Und das Prinzip, das wollen wir eigentlich stärker verankert haben, dass wir sagen, wir stellen uns nicht auf Mittelmaß ein. Klassenerhalt ist nicht das Ziel, sondern das Ziel von Köln muss sein, in den Bereichen, die man definiert, tatsächlich auch Spitze zu sein. Und die Sachen, die uns zentral wichtig sind, wo Köln Spitze sein sollte, das ist bei der Frage bezahlbarer Wohnraum, Planung von Stadtvierteln, wo die Integration der Gesellschaft stattfindet, wo die unterschiedlichsten Wohnformen realisiert werden, wo Arbeit und Wohnen zusammenfließt und wo zum Beispiel auch den Tatbestand, dass wir mit NetCologne, dass wir mit Rheinenergie, dass wir mit der KVB städtische Unternehmen haben, die an zentralen Punkten, nämlich Mobilität, Kommunikationsstruktur und Wohnraum zusammenarbeiten können, dass man Stadtviertel jetzt so plant, dass sie eine Verkehrsanbindung haben, dass Wohnen und Arbeit integriert wird, dass es kein Stadtviertel mehr gibt, in der nicht ausreichend Ladesäulen dastehen, dass eine Infrastruktur da ist, dass mobiles Arbeiten in diesen neuen Stadtgebieten tatsächlich möglich ist. Das ist zum Beispiel eine Sache, da kann man Leitbild auch für andere Großstädte tatsächlich werden. Da ist viel Raum für Entwicklung. Ja, das Ganze muss natürlich zügiger sein. Es kann nicht sein, dass Grundstücke erworben werden von großen Investoren und die dann spekulieren, die jahrelang liegen lassen, sondern der Faktor Zeit
muss in jeder Überlegung, wer einen Zuschlag erhält, der muss dann auch zügig umsetzen und bauen. Also es ist zum Beispiel wäre eine Forderung jetzt. Ja. Jetzt habe ich da nochmal zwei, drei Nachfragen zu. Bauen, Wohnen, die 30% reichen euch sozialer Wohnungsbau, die gefordert sind, oder wärt ihr da und würdet sagen, in der aktuellen Situation, also in der Wohnraumnot, reichen die 30% nicht mehr, man müsste mehr als 30% öffentlich geforderten Wohnraum bei größeren Projekten, ich denke jetzt an den Deutzer Hafen oder Kreuzfeld oder andere Projekte, wo Investoren, vielleicht auch Privatinvestoren da sind, müsste man da mehr machen, weil wir erleben ja häufig auch, denken wir an die Deutsche Welle, dass zwar das dann irgendwie in den städtebaulichen Verträgen steht, aber dann wird das nicht eingehalten, weil irgendwelche Sanierungen wegen Asbest teurer werden und so weiter. Also ist das auch eine Forderung des DGBs? Ne, wir haben eine klare Forderung für den Deutzer Hafen und das ist 70% bezahlbarer Wohnraum. Mhm. Und 70% bezahlbarer Wohnraum heißt nicht 70% geförderter Wohnungsbau, sondern 70% bezahlbar heißt, dass wir es messen sozusagen an der durchschnittlichen Einkommenssituation. Und ich sag mal, ich habe ein Bild, was mein Traum für den Deutzer Hafen wäre, dass da Familien einziehen, der Deutzer Monteur mit seiner Krankenschwester, die am Uniklinikum arbeitet, mit zwei Kindern, und die gucken vom Deutzer Hafen aus auf die Kranhäuser und auf den Dom, haben den schönsten Ausblick, und der Chef von Deutz sitzt im Kranhaus in der teuren Wohnung und guckt auf die Schelsig. Das wäre doch ein gerechter Ausgleich. Aber das setzt voraus, dass die Häuser im Deutzer Hafen tatsächlich bezahlbarer Wohnraum sind. Die haben dann die Abendsonne nämlich in Deutz und die anderen haben den Schatten, aber das, die im Licht stehen. Also ich war, genau. Weiteres Thema, der DGB hat sich bei der letzten Fridays for Future Demonstration auch engagiert. Wir haben auch ein Interview mit dir als DGB-Vorsitzenden auch gemacht. Die Rheinenergie hast du genannt, so richtiger ökologischer Stromanbieter ist man noch nicht. Man versucht sich da irgendwie mal so ein bisschen. Auch da wäre nachhaltiges Wirtschaften ja eigentlich gefordert und dass vielleicht überall Solarpaneele sind und so weiter. Ist das was, wo ihr auch sagt, auch so vor der Klimadebatte, dass das ein Thema für euch ist, auch in der Kommune, dass da mehr getan werden muss? Also der DGB wird jetzt auch mitarbeiten im Klimarat und wir werden uns dafür einsetzen, dass zum Beispiel die Frage der Begrünung von Dachflächen, die Installation auf allen öffentlichen Gebäuden von Solaranlagen, dass das energisch in Gang kommt. Das sind Sachen, die kann man ganz einfach machen. Da muss Wille da sein, da muss Tatkraft da sein, da muss Energie da sein. Die Bereitschaft ist eigentlich da. Man muss wirklich gucken, also wo sind denn eigentlich die Blockaden dafür? Und an denen muss gearbeitet werden, die dürfen einfach nicht weiter vorkommen. Also wir sehen viel Leidenschaft auch bei der Rheinenergie, in der Frage Infrastruktur, Ladesäulen zu schaffen. Das ist ein neues Geschäftsfeld auch für die Rheinenergie, also auch aus wirtschaftlichen Interessen muss sie da eigentlich reingehen, setzt aber auch voraus, dass es gibt, die Ladesäulen zapfen. Das ist im Augenblick eine gegenseitige Blockade. Menschen kaufen keine Elektroautos, weil die Infrastruktur fehlt. Die Infrastruktur fehlt, weil die Menschen keine Autos dafür haben. Also da sind die bundesweiten Programme sehr gut, aber die Stadt muss energisch zugreifen und alles abgreifen, was bundesweit im Augenblick angeboten wird, und das in Kommunalpolitik umsetzen. Rheinenergie rüstet das zentrale Kraftwerk im Lilahafen um und dann wird viel von dem, was man an Schlamm nicht verwerten kann in Bonn, sozusagen in Energie umgewandelt. Super Projekt. Es stockt bei der Rheinenergie mit dem Kauf von Windkraftfeldern. Das liegt aber daran, dass da inzwischen so viel Geld bezahlt wird, dass das für eine Rheinenergie fast nicht mehr bezahlbar ist. Da haben wir ein echtes Problem. Mhm. Klima, finde ich, passt auch gut. Der Rat in der letzten Wahlperiode hat den Klimanotstand beschlossen. Der DGB ist auch Verfechter der Industriepolitik. Siehst du da, oder sieht der DGB, seht ihr da Konfliktpotenziale auch? Wird ja auch oft beschworen zwischen Umwelt sozusagen und klassischer Industrie. Auch die IHK will den Industriestandort Köln erhalten. Köln ist eine alte Arbeiterstadt, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß, es ist ein bisschen vereinfacht vielleicht, aber also ganz wichtig eigentlich auch Industrie am Ort zu haben. Gibt es da Konfliktfelder, die der DGB sieht?
Natürlich gibt es ständig Konfliktfelder. Es gibt Konfliktfelder bei der Fläche. Wir haben bei der Fläche drei große Interessenten. Wir haben sozusagen das Interesse, dass Natur, dass Bäume da sind, ja, die sozusagen die Schadstoffe ja selber filtern mit ihren Blättern. Also da muss jeder ein Interesse dran haben. Wir haben das Interesse an Wohnraum und wir haben das Interesse an Industriefläche. Es nützt keinem sozusagen nur Natur zu haben und kein Einkommen. Das merkt man bei der Pandemie sozusagen. Da wird jedem Solo-Selbstständigen, der für besseres Klima demonstriert hat, sehr deutlich, ohne die ganzen gut verdienenden Menschen in Köln, die ins Theater gehen, die die Leistung von Solo-Selbstständigen in Anspruch nehmen, funktioniert das nicht. Also insofern müssen wir das zusammendenken. Der Konflikt ist da, drei Interessen, die zugreifen auf die Fläche und die Fläche ist einfach begrenzt. Konflikte müssen aber gelöst werden und sie müssen gelöst werden, indem man optimiert. Das kann heißen, dass man höher bauen muss, um mehr Wohnungen auf gleicher Fläche zu schaffen. Das kann heißen, dass man sozusagen da, wo man baut, gleichzeitig Natur mit ist, also Dachbegrünung und ähnliches. Das heißt für mich Optimierung dann. Das heißt, Hochhauswohnbau wird, oder hoher Geschossflächenwohnbau wird ja auch gerade heiß diskutiert, das wäre so ein Thema. Noch ein Punkt, den ich auch bei euch gefunden habe in dem Themenfeld. Ihr wollt eine engere Verzahnung zwischen Wirtschaft und Gewerkschaften auch haben. Das steht auch in euren kommunalpolitischen Forderungen. Was kann die Stadt da machen? Also noch ein Ausschuss oder soll die Kommunalpolitik dann stärker vernetzen nochmal? Sollen die Meetings machen? Oder das war so eine Frage, wie stellt ihr euch, oder wo ist dann auch die Forderung an die Kommunalpolitik? Also das geht ja darauf zurück, dass wir in den 80er, 90er Jahren haben wir ja viele Analysen gehabt, die Sparkasse hat große Aufträge gegeben, wie wird sich die Wirtschaft weiterentwickeln. Mhm. Und die ganzen Gutachten, damals in den 90er Jahren, als wir hier flächendeckende Sterben von Felten und Guillaume hatten, große Unternehmen sehr klein geworden sind, waren die Prognosen, Industrie stirbt ab und wir brauchen was Neues, und das war Medien. Und von Landesregierung und Stadtpolitik stand nur noch eins im Mittelpunkt: wir müssen den Medienstandort Köln entwickeln, ausbauen. Wir haben Medienstandort, wo heute kein einziges Medienunternehmen mehr drin ist. Die haben sich woanders angesiedelt, aber das Projekt ist insofern gelungen. Aber wir haben auch gesagt, es ist eine falsche Schlussfolgerung. Industrie ist wichtig, weil in der Industrie, die in Köln insgesamt einen Exportanteil von über 60% hat, wird das Geld verdient, was sozusagen die Stadt auch am Leben hält. Mhm. Und ich sag mal, früher war das in Köln so, man hat die Knochen der drei Heiligen in Köln gehabt und als Wallfahrtsort haben alle aus ganz Europa das Geld hier abgeliefert. Indem sie Hühnerknochen gekauft haben. Aber das war ein Scherz. Sagt die Legende. Genau, aber sozusagen über Wallfahrt wird man heute das Geld nicht mehr bekommen. Tourismus ist ein Faktor, aber ich sag mal, wenn man die Zahlen, Hotels und sowas anguckt, dann ist das nicht in erster Linie sozusagen Leute, die wegen dem Dom kommen, sondern es sind die Geschäftsreisenden, die kommen, die Gespräche haben mit den Firmen, die hier vertreten sind. Es sind die großen Messen, die da sind, die führen zu den touristischen Umsätzen. Das heißt, es hängt unglaublich viel an der Frage Industrie mit dran. Und deswegen haben wir damals gesagt, wir brauchen das. Wir haben Ende der 90er, Anfang der 2000er eine lange Kampagne gemacht für eine Industriekonferenz, Industriebeirat, und nach vielen Bemühungen ist uns gelungen, noch unter Schrammer ein Businessforum Industrie zu schaffen. Da sitzen führende Industrievertreter mit den Gewerkschaften zusammen, da sind gute Pläne entwickelt worden zu dem Thema Fläche, zu dem Thema Ansiedlung. Das ganze Ding ist ein bisschen eingeschlafen. Die Verwaltung hat sich zum Teil nicht in der notwendigen Sorgfalt den Vorschlägen angeschlossen. Und deswegen ist das Ganze in Stocken geraten, das muss belebt werden. Das Gleiche gibt es für den Bereich Logistik, das Gleiche gibt es für den Bereich Medien und solche kooperativen Gremien der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Wirtschaft haben sich bewährt, aber die bewähren sich nur,
wenn man die dort zusammengekommenen Vertreter und ihre Vorschläge von der Verwaltung nicht ignoriert. Das ist ein wunderbares Stichwort. Ich hole mal ein bisschen aus. Brauchen wir einen Doppel-D-Dezernenten, also einen Digital-Dezernenten, weil wir so ein bisschen, wir gehen in den Strukturwandel jetzt in unserem Gespräch gerade. Ich weiß, dass Ludwig Rossmann mal bei Digital Equipment in der Stoltenberger Straße den Betriebsrat installiert hat, soweit ich das weiß. Es sind viele Jahre her, aber da hatten wir einen großen Digitalkonzern sozusagen. Die haben natürlich noch große Computer gebaut, keine Personal Computer. Zack, waren sie wieder weg, hießen dann Compaq. Digitalisierung. Wir werden einen Strukturwandel erleben. Wir haben Digitalisierungspäpste wie Karl-Heinz Land hier, die durchaus postulieren, Bücher schreiben hier in Köln. Die sitzen sogar in Köln, die beraten die Bundeskanzlerin. Digitalisierung steht in jedem Wahlprogramm, steht auch beim DGB mit drin. Was damit einhergeht, also manche meinen, das ist dann nur das Anmelden des Autos. Das wäre ja schon mal schön, was ja die Verwaltung auch immer noch nicht hingekriegt hat, glaube ich, dass ich das digital machen kann, aber Digitalisierung bedeutet ja viel mehr, nämlich alles, was digitalisiert, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Wir werden einen großen Umbruch erleben und deswegen komme ich da jetzt zu dem Thema, weil gerade diese Frage Wirtschaft und Gewerkschaften, Vernetzung, Beiräte, sind wir da gut genug aufgestellt oder braucht es da noch viel, viel mehr? Also ich zweifle immer dran, ob man sozusagen mit einem Beauftragten für etwas und dann drumherum Stäbe und dann drumherum noch mehr schafft. Also wir sind sehr stark dafür, dass sozusagen auch eine bestimmte Selbstorganisation stattfindet. Deswegen habe ich ja gesagt, diese kooperativen Gremien, wo Verwaltung und Vertreter des Bereichs, zum Beispiel Industrie, zusammenkommen und die Themen gemeinsam diskutieren. Und wenn da rauskommt, unsere Netze sind nicht schnell genug und entsprechen nicht mehr den Bedarfen, die wir an Industrie haben, dann muss das aufgegriffen und umgesetzt werden. Und dazu brauche ich keinen Beauftragten, weil der kann gar nicht in so viele Bereiche reingucken, die da sind, sondern aus den Bereichen selber und diese Selbstorganisation der Bereiche zu fördern. Das ist gut. Wir machen das, indem wir in den letzten Jahren, muss ich auch sagen, in den 90er Jahren gab es eine Nullkooperation zwischen Gewerkschaften und IHK. Die IHK war gewerkschaftsfeindlich eingestellt. Das hat sich in den 2000er Jahren völlig geändert. Wir haben eine hervorragende Kooperation in vielen Feldern. Es gibt Unterschiede, aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Die Kooperation mit der Handwerkskammer ist sozusagen in der Verfassung, in der Satzung der Handwerkskammer eingeschrieben. Da gibt es eine drittelparitätische Mitbestimmung, oder nicht Mitbestimmung, sondern ein Drittel der Vertreter in der Vollversammlung sind Arbeitnehmervertreter. Der IHK wird das, glaube ich, auch gut tun. Nach 1945, Hans Böckler, der Gründung der Gewerkschaften, war dafür Parität. Mhm. Halbe Wirtschaft sind nicht nur Unternehmen, sondern Wirtschaft sind auch Arbeitnehmer. Und die leisten die Arbeit in der Wirtschaft. Mhm. Ich will trotzdem nochmal auf Digitalisierung noch mal ein bisschen fokussieren, weil Digitalisierung bedeutet eben nicht nur Auto anmelden, Facebook, YouTube oder sonst irgendwas, sondern Digitalisierung bedeutet, wir werden einen Strukturwandel kriegen, nach meiner Auffassung zumindest und auch der von vielen Experten, dass ganze Branchen wegbrechen werden. Wir haben das gerade im Medienbereich immer wieder erlebt. Der Medienbereich ist gerade so eine Branche, die das mit einer bestimmten Vorreiterrolle auch ja immer wieder macht. Das heißt, es wird große Verwerfungen geben. Und da ist die Frage, wie wird das sozusagen, muss da nicht ein Prozess in Gang kommen, dass man neue Unternehmen ansiedelt, dass man sich sexy macht als Standort, und dass man da eben auch vielleicht in gemeinsamer Arbeit sozusagen Gewerkschaft und IHK und Stadt, Wirtschaftsausschuss und so weiter, dann das voranbringt. Das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich versuche es mal zu Digitalisierung. Genau. Erste Frage ist, Digitalisierung setzt voraus eine Infrastruktur, dass wir in Köln den Spitzenplatz haben. Ist super. Nicht selbstverständlich. Ja, wir haben noch weiße Flecken, aber der Rat hat Geld dafür in wird das machen. Also das ist eines der Beispiele, den wir haben. So, zweite Sache ist jetzt, dass definiert wird. Jetzt sage ich mal, Digitalisierung läuft. Wer bei Ford ein Auto bestellt oder wer die Fiesta-Produktion gibt? Als meine Frau ein Auto bestellt hat, habe ich jemand gebeten, mit der Kamera ihr Auto, was zusammengebaut wird, zu verfolgen. Sie können jedes einzelne Auto, was bei Ford bestellt wird, 85% ist meines Erachtens im Augenblick schon die Quote, sind von einer konkreten Person am Computer oder im Ford-Haus konfigurierte Modelle. Und da steht dabei, das ist das Modell für Andy Goral.
Und dann läuft von diesem digitalen Befehl aus, laufen sozusagen die Informationskanäle zu allen Zulieferern, sonst war alles. Der Herr Goral muss unbedingt seine Bose-Boxe haben, sonst macht ihm die Musik im Auto keinen Spaß. Also läuft er zum Einkauf von Bose und allen Teilen. Diese Fabrik, Fiesta-Fabrik in Köln, ist nicht was, wo ein paar Arbeiter ein Auto zusammenzimmern, sondern das ist eines der effektivsten digitalen Projekte in der Welt, weil diese Fabrik ist die Nummer 1, was die Effektivität und Produktivität in der Welt angeht, nach international vergleichenden Studien. Das heißt, wir haben diese Digitalisierung in vielen Bereichen, aber sie muss sozusagen permanent fortentwickelt werden. Wir haben jetzt gesehen, es ist viel mehr Homeoffice möglich, als vorher angenommen wurde. Unter Zwang waren plötzlich alle Leute gezwungen, das auszuprobieren, haben festgestellt, es geht. Und wir formulieren jetzt unseren Anspruch, Beschäftigte müssen einen Anspruch darauf haben, in mobiler Arbeit arbeiten zu können, ein oder zwei Tage in der Woche, wie sie es wünschen. Und Ablehnung gibt es nur, wenn es tatsächlich betrieblich ernsthafte Gründe gibt, dass das nicht möglich ist. Dann kriegen wir einen Drive rein. Da muss sich auch die Verwaltung öffnen. Es wird viele Plätze auch in der Verwaltung gehen, wo sozusagen mobile Arbeit möglich ist. Das heißt aber, die Vertreter der Beschäftigten, Personalrat bei der Stadt, muss Treiber sein und auf ihn muss gehört werden, wenn er sagt, so die und die Arbeitsplätze. Da müssen sich Arbeitsgruppen zusammensetzen. Und ich weiß, dass das können Teams in bestimmten Bereichen untereinander viel besser lösen, als wenn sozusagen darauf gewartet wird, dass irgendwie in diesem Nadelöhr letzten Endes dann der Verwaltungschef sagen muss, so und so viel Mobilarbeit ist möglich oder nicht. Nein, dezentralisiert diese Entscheidung in die Teams rein, die am kompetentesten sagen können, das geht und das geht nicht. Also ein Plädoyer für agiles Arbeiten in der Stadtverwaltung. Ja, natürlich, überall. Das musst du nur mal nachfragen. Damit einhergeht auch, da war Bundesarbeitsminister Heil auch da, ich glaube, der DGB-Vorsitzende selber, also Wittig Rossmann, hat sich engagiert gegen Lieferando, ich nenne das Unternehmen jetzt mal, Plattformökonomie, Ausbeutung von neuen Arbeitsplätzen sozusagen. Brauchen wir da auch eine Sensibilität in der Kommunalpolitik oder ist das wirklich nur Bundesangelegenheit? Nein, das ist natürlich wie in allen Bereichen eine Angelegenheit, dass man diejenigen stärkt. Wir waren übrigens nicht gegen Lieferando, wir waren nicht gegen Plattformökonomie, sondern die Bedingungen, unter denen Beschäftigte da arbeiten müssen. Ich habe das in die Frage verkürzt. So, und wir sagen, wo kann die Stadt Einfluss nehmen auf gute Arbeit? Sie kann Einfluss nehmen, indem sie da, wo sie Aufträge erteilt, tatsächlich überprüft, sind das Betriebe, in denen gut gearbeitet wird und zu guter Arbeit heißt gute Arbeitsbedingungen. Heißt Tarifverträge, die ein ordentliches Einkommen sichern, dann kann man diesen Prozess, dass immer mehr tariffreie Zonen entstehen, tatsächlich eindämmen. Da kann die Stadt ihren Beitrag für leisten und sie muss ihn auch selber leisten. Also ich sag mal, auch in der Stadt gibt es natürlich Tendenzen, sozusagen viele Bereiche auszugliedern, auszulagern. Und diese ausgegliederten Bereiche sind nicht dann immer tarifgebunden. Dafür muss man sorgen. Einhergeht, finde ich, mit Strukturwandel auch mit die soziale Frage. Wir haben das jetzt bei Corona gesehen mit der Bildung. Das werden wir vielleicht mit Eva-Maria Zimmermann von der GEW noch verdichten, auch an dem Punkt. Die Stadt Köln weiß nicht, wie viele Kinder einen Laptop zur Verfügung haben oder eine Internetanbindung. Wir haben das nachgefragt bei der Stadt Köln, das ist da nicht bekannt. Jetzt ist dann mal die Frage, ist dann das Land dafür zuständig natürlich oder die Kommune, weil die Kommune für den Schulbau da ist sozusagen. Also wir merken, im Sozialen muss ich Menschen auch mitnehmen, vor allen Dingen immer dann, wenn Strukturwandel ansteht eigentlich. Ist Köln da auch kommunalpolitisch richtig gerüstet oder gibt es da Forderungen des DGB, die sagen, da hätten wir gerne hier noch was nachgebessert oder haben wir eine Forderung oder vielleicht auch einen Beirat wieder, um überhaupt das für das Thema irgendwie Raum zu schaffen? Also wir haben sozusagen eine Situation, wo wir sagen können, wir haben in Köln im Bildungswesen Gebäudenotstand. Und was ich immer besonders schlimm finde, ist, wenn ein Notstand auch noch sozial ungleich verteilt ist.
Also dass dann ausgerechnet Schulen in den Gebieten, wo gut verdienende Eltern ihre Kinder zur Schule schicken, die Schulen auch noch besser aussehen, da sollte man nochmal genau das umgekehrte Beispiel schaffen. Und dass die Berufskollegs also teilweise im jämmerlichen Zustand sind und dass die Lehrer im Berufskolleg schlechter bezahlt werden, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Alle Psychologen sagen, die wichtigsten Entwicklungsschritte eines Kindes werden in den ersten Lebensjahren gemacht. Also müssten doch eigentlich diejenigen, die für die Erziehung und Bildung in den ersten Jahren zuständig sind, höher bezahlt werden als die in den nächsten Jahren, wo nur noch ein bisschen Einzelwissen, Mathematik oder sonst was dazu kommt. Jetzt mal ganz krass formuliert. Da gibt es Ungleichgewichte, an denen kann man arbeiten. Das ist aber sozusagen eine grundsätzliche philosophische Frage. Erstmal treten wir ein für die Equal-Pay-Bezahlung auf allen Stufen. Und dann treten wir dafür ein, dass tatsächlich das, was fürs Lernen unabdingbar ist, Klassengrößen so gemacht werden, wie es die optimalen Lernbedingungen verlangen und nicht, wie es die aktuellen Etats erlauben. Das heißt, man muss investieren in die Ausbildung von Lehrern. Und man muss... Und das ist Land, ne? Ausbildung ist ja. Land. Aber mal eine ganz banale, ich mache mal eine banale Forderung auf. Müsste nicht eigentlich eine Forderung sein, dass jedes Kind, das in die Schule kommt, ein elektronisches Gerät zur Verfügung hat und einen Internetanschluss, mit dem es überhaupt noch teilhaben kann, an wenn Digitalisierung denn so weit nach vorne geht und wir eigentlich nicht wissen, ob die das überhaupt haben, dann gibt es so... Ich nenne das jetzt mal komische Initiativen, die sagen, die Unternehmen sollen ihre alten Laptops spenden, damit Kinder dann irgendwie auf alten Laptops irgendwas machen oder wie auch immer. Aber damit wir Chancengleichheit haben, weil was nützt mir BAföG, wenn ich am Anfang, was wir bei Corona gesehen haben, da gab es Kinder, die um 6, 8 Wochen ja gar keinen Laptop, die konnten gar nicht sozusagen teilhaben. Gut, ich glaube, also ist das, diese Forderung ist... Also muss da nicht die Stadt sagen auch, okay, ja, wir haben ja so im Köln-Pass oder wie auch immer. Wir haben ja jetzt auch in dem bundesweiten Programm das mit drin. Und ich finde es auch gut, dass man sozusagen nicht gleich ein Programm für alle macht, sondern dass man erstmal sagt, die, wo das am notwendigsten ist, da wird es finanziert. Im Übrigen muss ich sagen, da steht nicht im Widerspruch zu einer Forderung, dass Firmen Computer, die völlig funktionsfähig sind, nicht verschrotten. Ich sag mal, im Rahmen einer Recyclingwirtschaft gibt es doch nichts Besseres, als wenn Computer, ja, ich kenne das aus dem eigenen Gebrauch, ich ärgere mich auch, wenn der nächste Wechsel bei uns ansteht und der funktioniert noch, ich würde ihn gerne übernehmen, aber aus irgendwelchen rechtlichen Gründen muss der verschrottet werden. Blödsinn. Also da kann man viel machen und da ist auch, glaube ich, jeder dankbar. Allerdings, was auch wichtig ist, wir brauchen natürlich eine Infrastruktur, die vergleichbar ist. Also dass jeder Lehrer jetzt in Pandemie sein eigenes Programm schreiben musste, wie er die Kommunikation aufrechterhält. Da brauchen wir Fortschritte, dass gute Systeme, bewährte Systeme, vor allem Software natürlich, vergleichbar ist und dann auch Eltern und Kinder qualifiziert werden können und müssen für den Umgang mit diesen digitalen Medien. Und die nächste Phase, wenn wieder Präsenz stattfindet, die muss dazu genutzt werden, sozusagen diese Qualifizierung zu machen, jenseits der Lehrpläne, damit man, wenn sowas wieder passiert, wirklich alle qualifiziert sind, im Zweifelsfall auch online zu arbeiten. So, ich wollte noch auf einen Punkt kommen, den ich ganz spannend fand. Der DGB und die Einzelgewerkschaften sagen, es fehlen klare Ziele bei Rat und Stadtspitze. Ihr fordert mehr Gestaltungswillen, würde ich das jetzt so interpretieren. Wie müsste das aussehen? Also müsste die Stadt so, wie ihr jetzt euer kommunalpolitischen Forderungen, so neuen Zieleprogramm haben oder so? Oder wie stellt ihr euch das vor? Also ich weiß, als ich nach Köln kam, gab es einen großen Leitbildprozess und ich weiß ja, nicht, da gab es Spiegel, da konnte man reingucken und dann hieß es, du bist das Leitbild Kölns. Ja. Ich kann mich erinnern, Werbegag. Aber dieser Leitbildprozess war gut, weil er hat wirklich viele Bürger aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengeführt, ihre Ziele gegeneinander abzustecken, was zu sagen. Manchmal führt das auch dazu, dass die Forderungen, die in so einem breiten Leitbildprozess zusammenkommen, ein bisschen arg kleinteilig sind, aber es sind die Sachen, die den Menschen tatsächlich wichtig sind. Aber man braucht auch natürlich größere Ziele. Man braucht auch Leuchtturmprojekte, für die man bekannt ist. Und ich sag mal, Köln hat
in seiner Geschichte schon viele Leuchtturmprojekte gehabt. Der erste FC Köln war mal in der Frage, wie man sich organisiert, ein Leuchtturmprojekt. Das ist dann über die Jahre ein bisschen in die Mittelmäßigkeit bis Abstiegszone geraten. Wir sind in der Kunst- und Medienszene eine ganze Zeit Leuchtturmprojekt gewesen. Das lag aber daran, dass im Ruhrgebiet das unglaubliche Geld verdient worden ist durch die Ausbeutung der Stahl- und Bergarbeiter, was dann hier in teurer Kunst angesiedelt worden ist. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Leuchtturmprojekt, was der DGB wieder braucht. Mhm. Aber sozusagen Entwicklung des Breitensports und auf der Basis des Breitensports auch wieder sozusagen an der Spitze zu sein in bestimmten Leistungssportbereichen. In dieser Kombination, das sind Leuchtturmprojekte. Ansiedlung, wir haben einen sehr traditionellen Industriesektor, der zwar in seinen Bereichen Weltmarktspitze ist, aber er ist sehr traditionell gebunden. Wir haben viele Unternehmen, Zulieferunternehmen der Autoindustrie, die hängen rund um die Verbrennertechnologie. Dass Ford jetzt kooperiert mit VW bei der E-Plattform, ist gut. Aber es ist natürlich schlecht, dass sozusagen Ford in den Bereichen nicht Vorreiter ist, sondern in der Kombination mit VW das ganze Projekt realisiert. Das heißt, Ansiedlung, wir haben vor Jahren gesagt, Batterietechnologie hier ansetzen, wir haben die freie Fläche. Batterietechnologie ist ein Mix von Elektroindustrie, von Autoindustrie und von Chemieindustrie. Alles das haben wir in der Region. Wir haben es echt verpasst und verschlafen. In den Jahren, wo die Entscheidungen gefallen sind, wurde sozusagen das Wirtschaftsdezernat aufgegeben. Die Wirtschaftsförderung hat sich 2 Jahre damit beschäftigt, mit Gutachten und Beratung sich neu aufzustellen und ist jetzt dabei, sozusagen das Personal zusammenzubekommen für eine ausgegliederte Wirtschaftsförderung. Und die Jahre, wo Entscheidungen hätten fallen müssen und können, die sind vergangen. Auch da müssen die Akteure zusammenkommen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, in diesem Sektor was zu machen. Leuchtturmprojekte entwickeln sich nicht aus dem Nichts heraus, sondern knüpfen immer an den vorhandenen Strukturen und Potenzialen einer Stadt an. Und die muss man analysieren. Und dann wird man feststellen, Gesundheitswirtschaft, da ist so viel da, da ist Potenzial da zu entwickeln. Auto- und Mobilitätswirtschaft ist viel da, von Software über Verkehrssysteme bis hin zur Produktion von Autos kann entwickelt werden. Wir haben den größten Chemiestandort in der Region in Europa. Da kann viel raus entwickelt werden und da muss das richtig raus entwickelt werden. Zum Beispiel das ganze Thema Wasserstoff. Es wird jetzt viel Forschungsgeld in diesem Bereich gesetzt. Da sollte Köln bemüht sein, eines der führenden Zentren in der Wasserstoffforschung und dann auch in der Ansiedlung von Produktion von Wasserstoff tatsächlich mit werden. Ist so ein Stichwort, ich wollte eigentlich jetzt schon zum Schluss kommen, aber ein Stichwort ist gefallen, die Ausgliederung der Wirtschaftsförderung in der GmbH. Hat der DGB das positiv gesehen oder seht ihr das negativ? Wir haben damals klare Stellungnahmen rausgebracht, wo wir gesagt haben, es geht überhaupt nicht darum, auszugliedern. Das führt nur dazu, also die Begründung war aus unserer Sicht schon überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man gesagt hat, die Führung einer Wirtschaftsförderung muss so gut bezahlt werden, dass man hervorragendes Personal bekommt. Ist für mich nicht nachvollziehbar, weil es gibt so viele hochqualifizierte Leute, die sich darum reißen, in Köln so ein Amt zu machen. Und wer das hier gut macht, hat auch in allen anderen Bereichen weitere Karrierechancen. Zweitens, eine ausgegliederte Wirtschaftsförderung heißt, die eigentlichen Entscheidungen, die für jedes Ansiedlungsunternehmen wichtig sind, die werden bei der Vergabe von Flächen und bei Baugenehmigungen geschaffen. Das heißt, die Wirtschaftsförderung muss eigentlich mit den starken Abteilungen in der Verwaltung kooperieren, die für Baugenehmigungen zuständig sind, die für Flächen zuständig sind. Das heißt, wir haben nur Schnittstellen erhöht. Wir haben viel mehr Schnittstellen, die jetzt bedient werden müssen. Dafür ist eine eigene Stelle da. Es ist gut, dass die jetzt geschaffen wurde, dass man sich bewusst geworden ist dieses Schnittstellenproblems. Aber ob das der Effektivität dient, weiß ich nicht. Wir sind aber stolz darauf, dass wir zumindest verhindert haben,
dass diese Wirtschaftsförderung auch noch sich Unternehmen privat daran beteiligen können. Weil dann ist die Gefahr groß, dass wirklich Interessen von Unternehmen bei der Wirtschaftsförderung eine Rolle spielen. Und eins weiß ich noch, es sind die großen Wirtschaftsverbände gewesen, zum Beispiel im Ruhrgebiet in den 60er Jahren, verhindert haben, dass Autoindustrie angesiedelt wird, weil sie wollten keine Unternehmen haben, die ihren Arbeitnehmern mehr bezahlen als im Bergbau und Stahl. Und das Desaster war dann nach der großen Strukturkrise, dass man die modernen Branchen nicht hatte. Und deswegen darf Wirtschaft so nicht der entscheidende Teil sein, der darüber bestimmt, was angesiedelt wird und was nicht angesiedelt wird. Das muss die Stadt bestimmen nach den Kriterien, die gut für die Stadt sind. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich lasse den Mindestlohn jetzt noch weg. 10,45 Euro bis 2022 reicht wahrscheinlich über 12 Euro Mindestlohn. Bei uns war oder ist immer noch natürlich Dr. Wittig-Rossmann, DGB-Vorsitzender in Köln, mit den kommunalpolitischen Forderungen. Wir haben über Digitalisierung gesprochen, wir haben über Bildung, soziale Teilhabe gesprochen, über ganz viele Dinge, über die Wirtschaftsförderung auch. Wir haben gerade eben gehört, die Stadt muss gestalten. Das ist auch eine der Forderungen, die der DGB hat. Ganz herzlichen Dank. Und wir werden sehen, was passiert. Und wir sind auch gespannt auf die Open-Air-Veranstaltung. Dankeschön. Okay, wir würden uns freuen, wenn Karl Reporter weiß.